Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Subsistence. Nicht das Paradies, es schaut zwar schön aus, aber es ist die Hölle. Die Hölle zu überleben. Wie eben vorhin erwähnt, sind wir wieder jetzt im Dezember. Da waren wir ja. Aber nachdem wir Glossfragmente braucht haben, habe ich noch mal kurz umswitchen müssen. Ja, das nächste ist, das Blöde ist, im Winter wachsen die, wie soll ich sagen, es wird, das Wachstum wird verlangsamt. Im Winter, ne? Ist ein bisschen blöd. Aber da kann man eben nichts machen. Da müssen wir durch. Vielleicht machen wir mal ein Glashaus da darüber. Aber da gehört ein Tier mehr abgegradet. Und hier das Upgrade hey, gekommen. Hm? Es ist teuer. So, ich habe gesagt, ich werde jetzt gerade gestartet. Wir haben jetzt wieder ein wenig Glas da. Ein bisschen Kalium konnte man noch schmelzen. Lockpick-Schlüssel haben wir noch immer. Ist eh gut. Mit Holz. Müssen wir wieder ein wenig Holz sammeln. So. Der Schmelz ist aber. Wir brauchen unbedingt, ich sehe, was da nur einer kommt und was aber rausgeht. Und ja, das könnten wir uns auch leisten. Glaube ich. Wir brauchen Platinen. Das können wir sie auch leisten. Ja. So, was brauche ich da jetzt für die Platinen? Ah, genau. Na, schau, da zahlt sich jetzt die Sau aus, gell? Drei Platinen brauchen wir. Schrott bin ich mir sicher. Ah, zwei Platinen, ja okay, es macht nichts, dann haben wir die zwei. Die drei Platinen und 150 Masse. Lassen wir mal das System die 100 machen und die 50 klatschen, was ist ja wenig. Und haben wir das dabei da alles zusammen? Das machen wir dann. Wenn wir zurückkommen. Wir müssen eine kleine Loot-Tour machen. Schauen wir mal, wie warm das draußen ist. Moment, ich muss ja was essen.
Mütze sauber, ich hoffe, mit dem Strom kommen wir raus. 20 Stück, das ist echt kein Trick, nicht, gell? Das ist. Und es ist auch nicht wichtig. Machen wir lieber davon welche, welche brauchen wir. Ja, ich bin gespannt, was das dazu sagt, durch die Aufnahmen jetzt mit OBS. Natürlich die Dateien sind ums Doppelte größer geworden. Ne? Aber wenn man sich da ein wenig halt nicht höher als wie 1 Stunde, dann verkraftet die 10 GB, was ich da auflade. Ja, und ich habe mich auf MKV-Dateien entschieden, bei MPEG oder so. Da ist ihm die Gefahr, wenn man das Fenster minimiert oder sonst irgendwas, oder es braucht nur irgendwas passieren, es ist Windows, ja. Wahrscheinlich bei Mac passiert das auch, ich weiß nicht. Dass plötzlich ein Fenster in den Vordergrund poppt, ne, und der Fenster ist plötzlich im Hintergrund, OBS steht jetzt da oder hört mit der Aufnahme auf. Habe ich schon bei manchen gehört, ne. Mir ist auch schon passiert, beziehungsweise aber nicht mit OBS, sondern mit Windows eigenen Tool, dass es plötzlich bumm, aufgehört hat. Du kannst zwar die Dateien, manche habe ich weiterverwenden können und manche nicht. Bei MKV und TS-Dateien und was ich was für Änderungen das da drin gibt, passiert das auch nicht. MKV sagt man deswegen mehr zu, weil es nicht so groß ist. Also eine Stunde aufnehmen mit MKV-Dateien zu generieren, dauert circa, nicht dauert, nehme ich eine Stunde auf, habe ich 10 GB circa. Mit MPEG-Dateien habe ich 14 bis scheiße GB. Okay, das sind meine Fehler, dass ich da und dauernd vergieße. Da hat keiner Schuld. Also jetzt vom Spiel her, das ist mein Fehler. Sehe ich ja ein. Da bin ich ja nicht böse oder sonst irgendwas. Muss ich besser aufpassen. Macht ja nichts. Was mich heute ärgert, sind die Hunter. Die vercheateten, verschissenen Hunter. Entschuldige für den Ausdruck. Gleich mal vorweg entschuldigen. Aber es ist so. Bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der was sich darüber ärgert. Also nicht, wenn dieser Ansporn sei so wie, ja, dann muss ich halt besser werden. Hallo, dann reden wir ja schon vom Drill, oder? Typisch Ames, ne? Die wollen Soldaten haben. Keine Weicheier. So, aber jetzt haben wir es geschafft und gießen haben wir auch. Jetzt trauen wir schnell eine. Fürs Gemüt. Ne? Kann ich draußen am Morgen mich da eine Tasche gesehen gehabt? Ah, der Schneeherz ist. Ah, Wasser holen, ich kann es ja vor der Tür machen. Genau. Ah, die sind ja goldeswert. So, haben wir es gleich am Ofen, dann brauche ich es nicht mit sein. Und ich kann mir meinen Jolly, beziehungsweise entschuldige, meine Zigarette fertig drehen. Bald wieder kommen. Level 9 hat noch genug, gell? Erze brauchen wir, Holz brauchen wir. Ja, solche Sachen nehme ich immer als erster. Ja, es wird Zeit, dass wir uns einen Sprengsatz machen, entweder einen Türöffner oder zwei Handgranaten. Da möchte ich aber dann Granatzeile haben, weil die haben besser eine. Und ich kann es besser positionieren.
Vielleicht können wir das machen und können einmal einen Gegenangriff starten. Das wird halt unsere Ressourcen extrem mindern, was die Hülsen angeht oder das Schießpulver. Wir brauchen Materialien. Das ist ja dann die Möglichkeit, oder, dass wir eben Kleidungsstücke kriegen, den Hunter-Pulli. Oder haben wir den schon? Nein, den haben wir nicht. Den habe ich auf dem anderen Server zweimal sogar. Das heißt, wenn einer mit mir spielen will, dann kann er ein komplettes Equipment haben. Von der Hosen angefangen, dort ist alles. Ich muss sagen, ich spiele aber mit Leuten, also wie allein. Ne? Ja, so, ich spiele zwar allein, aber mit euch in dem Sinn. Ne? So, da haben wir ja die eine Hütte von Jana. Ja, brav sind sie. Mal her was. Habe ich mich gar nicht verhört. Die sind ja vielleicht. Puh. Und ihr mal denkt, ich bin schon so paranoid. Bin nur vorbeigerannt. Schau, jetzt ist das eh nicht zugefahren, ich glaube ich träume. Ich will schnell auf die Insel kurz um mich schwimmen, weil ich hab doch, wie ich auf meinen Server angefangen habe, hab ich doch ein Lagerfeuer gehabt und ich glaube, das war mit dem Charakter. Wie die jetzt einmal sagen. Und außerdem sind wir drin geschützt, ich will mir jetzt schnell mit Zigaretten da dran. Ich verspreche euch, es geht schnell. Sandstein, den wo immer unbedingt. Fuck. Ich weiß, sie ist auch froh. Aber wir haben es geschafft. Mich ja die machen auch. Der Bohrer, er macht zwar nicht viel, aber wenn ich da jetzt einen Tag unterwegs bin, hörst du nicht, komm heim, sind da sicher 10 Stück drin, noch nicht sogar mehr. Weil jetzt findest du auch wieder, Mist, verdammter. Mit dem Charakter war das. Drum habe ich das nicht gefunden gehabt. Marina. Da bin ich ein wenig durcheinander gekommen, weil ich sehe dort das Fundament stehe. Was sehe ich da noch? Arre. Nicht schlecht, das könnten wir uns da gleich am Griller haben.
schwimme jetzt nicht zu weit. Jawohl. Das ist jetzt unser Essen da. Wir werden da campieren. Oder auf jeden Fall campieren, weil dass man von dem Dings ein wenig von unserem Zuhause ständig angegriffen wird, ein wenig Erholung haben. Genießen wir den Schneefall ein bisschen, wieso nicht? Uns ist eh nicht kalt, Charakter scheinbar auch nicht, wir haben minus 3 Grad. Aushalten sind wir 8,5 Grad minus. Stimmt auch nicht hundertprozentig, aber wie gesagt, das ist noch in der Entwicklung. Nur mit den Händen, das sehe ich ja anders. Das hat mit der Entwicklung nicht mehr recht viel zu tun, weil die Stärke kann man einstellen. Das habe ich schon kennen in den 90er Jahren. Wie stark der NPC sein soll. Also, braucht man keiner dazu. Sehr geschickt, ja. Das ist sehr geschickt, das freut mich. So, da wir das jetzt noch ausnutzen. Gut, dass wir Fleisch da haben. Der See ist gerade im Moment zugefahren scheinbar. Das war's aber, würde ich sagen, nichts macht. Kurz mein Klumpen zusammensuchen. Oh! Zirkt ja wie ein Vogel raus, ne? Hat aber nur minus 2 Grad, dann sind wir froh. Wahrscheinlich wie ein Lagerfeuer.
bin's gleich. Wir müssen jetzt hier die Nacht überstehen. Könnt ihr auf Ihre lassen, wenn sie ist. Das ist ja doch kein Problem, nicht? Das ist ja das Klasse, es könnt ihr euch erst so machen, wie es ist, wollt. Sind sie wie beim Fernsehen, ne? Beim herkömmlichen, dann ja, rein da 5 Kilo Werbung. Mei, ich bin so froh, dass mir das in Österreich nicht so hart kam. Also da sprich ich speziell jetzt in UEFA, obwohl ich nicht sehr begeistert bin vom ORF, aber gut. Der hat dort einmal schon versprochen, dass er das nicht tut, dass er währenddessen ein Film läuft, Werbung einblendet. Haben sie bis heute noch nicht da. Sie lassen echt einen Film, ist egal welcher jetzt, der läuft, es kommt vorher Werbung. Und es kommt noch ein Film Werbung. Das was ich ganz viel okay finde. Aber das deutsche Fernsehen und auch wir Österreicher mit dem Free TV ist ein Krampf. Wenn ich einen Film schaue und ich habe da so viele Werbungen drinnen, dass ich, wenn der Film weiterläuft, schon gar nicht mehr weiß, um was das eigentlich geht. Dann, ja. So oft musst du keiner aufs Klo herstellen, oder? Gibt's das? Na, hell ist er schon wieder. Das heißt, ja, ich bin jetzt schon so gut wie fertig. Schauen, ob wir noch ein paar Erze finden, ein bisschen tauchen gehen, wenn sie ist. Achso, nein, tauchen hat sie erledigt. Wir brauchen gar nicht tauchen gehen. Wir müssen nicht so schauen. Und schauen, was wir jetzt dann daheim machen können. Ein Solarmodul da nur haben wir. Das Windrad, das eine, das passt schon. Wir brauchen Metallbarren. Das heißt, wir brauchen wenigstens Eisenfragmente und Kupfer. Also Eisenerz und Kupfererz. Damit wir dann daraus unsere Fragmente zaubern können. Ist das mal scheißegal. So können wir. Nein, wir können nicht. Also wir müssen nicht dann daran denken, dass wir vielleicht einen Anzünder mitnehmen. Anzünder mitnehmen. Minus 5 Grad. Wir sind da echt hart unter 8,5. Okay. Ich
Ja, Eisfischen ist in Planung, ne? Dass man uns da so quasi ein Lucherl machen kann. Nimm ich jetzt einmal an, dass man Eisfischen kann. Gehen wir dort um, weil dort sind Berge, wir brauchen ja Erze. Oh, und Materialien, na, wissen nehmen wir mit, gell? Alles, was wir finden, nehmen wir mit. Die Angel brauchen wir nicht. Der Dings, der Zaun. Das ist Kalium. Ja, schau, es ist täuschend ähnlich. Ne? Das Kalium ist normal heller. Aber ja. Passt schon. Wenn wir zu viel Kalium haben, nehmen wir es als Dünger her. Ne? Wir können auch Kalium und Asche, glaube ich, Schwarzpulver machen. Ne? Das ist jetzt wieder Eisen, sehr gut. Haben Sie es aufgegeben? Gehen wir zum nächsten Berg. Sehr gut. Ich muss sagen, nein, ich liebe das Spiel, ja. Ich lobe es wirklich bis auf die Hunter-Mechanik. Das muss geändert werden, hey. Dass eben noch erst einer gewissen Zeit den Sprengstoff haben. Und dass die den auch einsetzen müssen mit Bedacht. Ne? Weil sonst haben sie einfach nachher nichts mehr. Wie bei uns. Sie müssen eh nichts abpflegen, weil sonst weiß man nicht, wie Skripte sind oder sonst irgendwas. Sondern einfach in Thema sitzen. Wo hockt denn der wieder mal an? Hey, Kahlschlag, das sind das die Birken oder was? Keine Ahnung. Aber schaut gut aus, hä?
Disney G. Wahnsinn. Wahnsinn, muss ich sagen, und kein Erz da. Kein einziges Erz. Da hört sich aber der Spaß auf. Wagen wir es und kommen von oben. Jawohl. Brauchen wir, das sind die zwei Hauptbestandteile, Eisen und Kupfer für unsere Metallwaren. Hey, da können wir Bärenwasser, was du, wie gut, schau. So. Geht dann schon wieder besser. Okay, da ist der Zaun. Überhaupt. Westen. West oder Südwest? Irgendwo in die Richtung müssen wir. Es ist alles so weiß, dass es echt schwierig ist, dass man einen Punkt wieder fängt.
sehe ich den Punkt nicht. Dort ist er. Schau, seht ihr es am Baum? Wow. Jetzt weiß ich auch, wo ich bin, okay. Ich bin im Bärental sozusagen, da ist der Teich immer, wo wir das Wasser holen, vorne. Da geht es zum großen Wasser, hintere, zum großen See. Wo die Tauchhöhle ist. Keine Kantins mit. So, da noch ein wenig geschaut, vielleicht pickt da noch was oben. Sekunde. Suchen kann er eh. So eine weiße Pracht hörst du, ja? Okay, da biegt ja gar nichts herum. Das ist aber nicht schön. Gar nichts biegt. Sehr nice. Wo, drum, woher soll ich denn den Scheiß kriegen, wenn das gar nicht da ist? Der Luppikisten war nicht schlecht. Da oben biegt wieder was. Na, hoffentlich komme ich da rauf. Sehr gut, brauch mal. Nein, das brauche ich nicht. Schade. Schade, schade, schade. Eine Lockpick-Kiste hätte ich gerne. Ich weiß ja, dass der Platz so sehr bei mir eng ist. Aber das kriegen wir dann schon unter. Irgendwie.
So ein Mist, Herrste. Haben wir da echt nichts drinnen? Ah, nichts dran? Wieso kommt denn der jetzt zu mir gerannt? Ich glaube, der andere ist schon so weit. Schau mal. Echt jetzt? Ach, da kommt die echt. Das ist so weg. Das ist der Zehner weg. Das ist Pech. So was stört mich nicht, dann ist sie passiert. Das sagt mir höchstens beim nächsten Mal, schau ins Inventar rein, ob du auf dem Platz hast. Ist ja das, hm? Ja. Ma, und daneben geschossen. Hey, hab den getroffen. Aber jetzt. Na, die muss man dreimal ausschießen. Der gehört mir. Kampfzeit haben wir nicht. Jetzt. Ja, das ist unser Zehner. Na, schauen wir nicht, da noch kriegt. So, heim. Grillparty. Bitte sehr. Da waren zwar da, aber ich schaue, da ist soweit noch gut aus.
Käse, ihr braucht Tomatenseed. Muss sein. Das ist jetzt praktisch am Winter, gell? Ist aber nichts kaputt. Vielleicht ein paar Pfeile das Sofa geschossen haben, ich weiß nicht. Aber es ist nichts kaputt. Genau die Asche. Wer es nicht in der Birne hat, hat es in die Fies. Scherzkühlung, oder? Das wird der Scherz, oder? Geht ein bisschen auf die Substanz, muss ich ehrlich sagen. Was brauche ich denn da dazu? Ich wollte gerade sagen, ich mache jetzt Schluss.
hab keinen Verband nicht. Wir müssen wieder suchen. Haben wir sogar Schnee gefunden. Kupfer. Sogar der Stoi. Ich glaube, der müsste noch anders hinstellen. Welche Seiten wir am wenigsten angreifen, gell? Die Seiten ist einmal viel zu schön. Was ich versuchen könnte, ist, dass ich den Stall weiter reinsetze. Schauen wir mal, wie das ausschaut überhaupt. Na, sieht man nicht, passt. Vielleicht schützt ihr dieser wenig auch. Und dazu kommen wir ja noch. So ist er nicht. Scheinwerfer waren nämlich auch wichtig. Nicht vergessen. Die sind zu wenig. Ich glaube, da werden wir uns am machen. Aber wir wollten ja was anderes machen. Warum haben wir denn das da? Da ist um irgendein Upgrade gegangen.
Der hat doch, glaube ich, oder? Da braucht er nur zwei, aber na, ich hab doch, da wollte ich was anderes. Was ist schon draus? Gute Nacht. Was wollte ich denn da upgraden? Der gehört auch. Aber ich wollte was anderes upgraden, das ist mir fix. Sonst erfrieren wir. Okay, wir werden uns dann zwei Handgranaten machen und daraus Granatpfeile. Und dann werden wir unsere Hitten aussuchen. Das mache ich im nächsten Video. So, und ich mache jetzt da einen Schnitt. Wir sehen uns dann gleich wieder. Oder hören. Und dann geht's weiter. Ne? Unser nächstes Vorhaben ist, zwei Handgranaten, sprich Granatpfeile zu craften. Und eine Hunter Base anzugreifen und auszurauben, ne? Das machen wir beim nächsten Mal. So. Sag mal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Ne? Und vergesst nicht ein Like und ein Abo da zu lassen. Okay? Bis zum nächsten Mal. Ciao.